Shalom und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Summon Video. Und heute ist es soweit. Wir haben lange gewartet. Naja, wir wussten, wann es kommt, also war es nicht wirklich überraschend, aber es hat mich in den Fingern gejuckt. Ich bin gefühlt schon seit 2 Monaten in Anniversary Stimmung und jetzt sind wir soweit. Ich habe 912 Stones und Vegeto und Gogeta sind gejobbt. Ja, einerseits erfreut mich das natürlich ziemlich, genauso wie euch im besten Fall. Andererseits habe ich Angst, wenn ich bedenke, was in letzter Zeit bei meinen Summons so gelaufen ist. Wobei, Legends war okay an vielen Stellen. Dokkan hingegen. Wow! Shit. Noch ein Topo. Nice, jetzt ist der auch überflüssig. Noch ein Topo. Okay. Reingeschissen. Janembo. Dieser Multi geht schon sehr lange und er ist ziemlich schlecht. Und abgerundet wird dieser Multi, der einfach vor Schlechtheit nicht zu übertreffen ist, mit einem AGL-Kit Buu am Ende. Wow. Okay, gib mir den letzten Non-Featured Char, der schon 6 Jahre alt ist und kein brauchbares Awakening besitzt. Yes. Naja, aber ich bin sehr großer Zuversicht, dass ich mit 912 Stones wenigstens ein bisschen was aus diesem Anniversary bekommen kann. Da habe ich zu früh gesagt, oder? Es fühlt sich gerade sehr schlecht an, das zu sagen. Egal. Ich hoffe wenigstens auf den LR Vegeto, mindestens, weil es ist ein LR Vegeto. Ja, damit wäre das geklärt. Wir haben 2 wunderschöne Banner. Einerseits das LR Gogeta Banner mit, oh mein Gott, meine Katze steht vor der Tür, wenn sie jetzt rein möchte. Sie ist öfter in diesen Videos als ich? Nein, aber sie ist ziemlich oft in diesen Videos. Wir haben im LR Gogeta Banner LR Gogeta, den neuen Bardock, dann den LR Cell, LR Gogeta physisch, der dritte Anniversary Char. Dann der AGL Blue Gogeta, der Movie Broly, Super Saiyan 4 Gogeta, Omega Shenlong, INT Gogeta, Janemba, was sogar besser als er hier ist, weil er ein Extreme Awakening hat, das ist geil. Und noch ein paar SRs. Wenn ihr mich fragt, also nee, es kommt ja mal auf die Person an, die an den Banner zieht, aber ich brauche fast nichts aus diesem Banner außer den Gogeta. Dann auf der anderen Seite haben wir das Vegeto Banner, wo wir den neuen LR Vegeto drin haben, den neuen Trunks, den LR Gohan, dann LR Vegeto INT, dann der Super Trunks Leader sowie der Zamasu, dann der alte Zamasu, Vegeto Blue, physisch Vegeto und der Transforming Buu und halt ein SR Zamasu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das Vegeto Banner um Welten besser. Auch allgemein gibt es hier so viele Chars, die ich gebrauchen könnte, im Vergleich zu dem hier, wo ich einfach fast nichts brauchen kann. Na gut, Cell war auch noch dabei, fällt mir gerade ein, aber das Vegeto-Banner hat es echt in sich. Ach ja, und die Tickets gibt es natürlich auch noch. Ich weiß gar nicht, ab wann man die bis zum Schluss farmen kann. Da gab es ja damals auf JP schon das wunderschöne Meme. Ich habe 34 momentan. Das dauert, denke ich mal, noch. Falls es doch schon möglich ist, lasst es mich gerne wissen. Aber nee, man muss ja erstmal 5-mal dieses Whistle-Band auch klären, damit man ein Ticket kriegt. Ja, das gibt's auch. Da würde ich nicht sammeln. Würde ich einfach mal behaupten. Ach ja, und die habe ich auch noch. Ja, also falls ihr Bock habt, dass wir die mal im Stream raushauen, dürft ihr gerne mal ein Like da lassen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in das Vegeto-Banner steigen, würde ich euch noch mal kurz bitten, auf den ersten Link in der Beschreibung zu klicken und doch mal da vorbeizuschauen, wenn ihr mir einen großen Gefallen tun wollt. Dabei belasse ich es jetzt auch einfach. Und ich würde sagen, wir gehen in den ersten 30er-Multi. Ach ja, Step-Ups, 30, 45, 50, Free, glaube ich. Wir werden sehen, wir werden gleich sehen. Wir werden ja schon mitbekommen, wie viel wir für Stones, für Multis ausgeben müssen. So. Nichts, was irgendwie kombinierbar wäre, außer Yamchu und Beerus bedeutet inzwischen was. Wobei, die stärksten Wesen des Universums könnte was heißen. Okay, auch das bedeutet nichts. Ist cool. Muss ja nicht heißen, dass der Summon schlecht ist. Wir starten dann mit INT Trunks. Go, go, Gadget. Cell. Yamchu, das göttlichste Wesen des Universums, ist back. Ah, der erste featured, SR Zamasu. Ab jetzt kannst du noch bergauf gehen. Guldo. Ab jetzt kannst du noch bergauf gehen. Okay. Das ist kein guter Multi. Das ist alles andere als ein guter Multi. Kannst du noch bergauf gehen? Bergauf gehen. Wow, das ist ein schlechter Multi. Holy shit. Ob ich das hier erleben darf, dass ich eine Anniversary Unit oder ein LR im ersten Multi. Nee, eine Anniversary Unit. Eine LR hatte ich, glaube ich, mal im ersten. Hat ja auch einen Bojack damals im Single Summon, aber okay, das war wack. Das war richtig
Nein, das kann ich auch nicht gut reden. Da müssen wir auch gar nicht irgendwie uns dran aufhängen. Wer auch immer irgendwie den gut reden möchte, kann das eigentlich aufgeben, weil es war nur ein Tapion, ein Tech-Tapion. C17 und Trunks. Gut, mörderisches Duo. Rainbow Release. Okay. Kein Baseform, das macht, glaube ich, das Ballgeist kaputt. Dreifacher, immerhin. Bedeutet aber nicht viel, wenn kein Gott danach kommt. Puh, okay. Jawoll! Das meinte ich doch, Alter. Sowas will ich sehen. Ich meine, es ist jetzt nicht eine Unit, die ich wirklich mag, aber eine Unit, die ich noch nicht habe. Dementsprechend dankend annehmen. Geil, der Zamasu, okay. Einer weg vom Bingo. Der Trunks wäre cooler gewesen. Vielleicht kriegen wir den auch noch. Dodoria. Aber genau so sollte ein Multi starten, Leute. Genau so. Ich weiß, es juckt euch schon in den Fingern, also dürft ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren Bescheid sagen, was ihr so schon Schönes gezogen habt. Da. Oh, Fake Out! Bist frech. Bist ganz frech. Da hat er mich gehabt. Was soll denn das? Das ist, weil ich ihn so nett. LOL, back to back Fake Out! Oh, here we go again! Verdammt! Okay. Ein LR, nicht zu verachten. Entnimmt meiner Reaktion nicht, dass ich mich nicht freue. Aber man hat natürlich bei einer Fake Out so. Man wünscht sich schon was Krasseres. Aber es ist ein sehr guter Multi. Holy shit, zwei Zamasus, ein LR INT Vegeto. Take ich, auf jeden Fall. Geiler Scheiß. Und zum Abschluss der STR-Bu. Yo, also. Okay, das mit Doppel-Zamasu hätte nicht sein müssen. Ich glaube, das stimmt ihm mir zu. Wobei er natürlich auch gut ist mit Juve, aber ich habe mir halt gewünscht, dass da jemand anderes jetzt kommt, weil wir ihn gerade schon im Multi hatten. Ist auch so eine Sache, ist jetzt auch ein Dupe. Ich benutze den nicht mehr so oft, aber er ist natürlich trotzdem eine Bomben-Unit. Geiler Multi, kann man nicht anders sagen, wirklich. Ist für meine Verhältnisse ziemlich gut. Dann würde ich sagen, wagen wir uns in den 45er-Multi. Oh boy. Verdammt. Keine Kombination an Animationen hier. Ich hätte so gerne mal eine nice Animation. Ich hatte noch nie den Summon Rift. Ich hatte noch nie Xeno. Wo ist? Come on. Ja. Verdammt. Aber wieder der Dreifache. Der hat vorhin schon ganz gut gebracht. Vielleicht bringt er uns ja wieder Glück in diesem Summon. Starten wir mit Zamasu. Déjà vu. Dr. Gero. Der Wiz. Das meinte ich nicht mit Wiz-Animation. Come on. Keine Fake-Out. Kann Dodoria ein Fake-Out sein? Ich weiß nicht. Die kommt mir mal so vor, also die Karte hier, als wäre sie ein Fake-Out. 1000 Baba Points, Vegeta. Okay. Sieht wieder nach einem Dead-Multi aus. Nix Gutes bis jetzt, Ewald. Nix Gutes. Alter. Ach, komm schon. 1, 2, 3, 4, 5 Rares. Das ist eklig. Gut, aber ich bin gerade gespannt. Wir haben ja Tickets bekommen. That's kind of cool, I guess. Okay. Geben wir uns jetzt mal die Tickets. Also ich kriege jetzt eh keine mehr beim Free Summon. Mal gucken kurz. Wir haben. Das ist frech. Das ist echt frech. Kann man immer nur 3 kriegen? Oder ist es wieder so eine zwischen 2 und 5 Sache und ich habe einfach nur wieder mal richtig, richtig mies Bad Luck? Verdammt. Habe ich kein Ticket bekommen, das ist Na gut, aber der Free Summon ist drin. Ich würde sagen, daraus machen. Oh, okay, cool. Ich würde sagen, daraus machen wir auch einfach mal einen Group Summon bei einem Spiel eurer Wahl, einem Banner eurer Wahl und ich bin mir ja fast schon sicher, dass ihr Dokkan Battle wählen werdet und das Anniversary, aber ja, summon gerne mit mir gemeinsam. My boy Vegeta, immerhin. Yamcha hat mir kurz ein bisschen Angst gemacht, aber naja, runterziehen. Keine Fusion, das ist schrecklich. Und auf 3 mit mir gemeinsam loslassen. 1, 2, 3. Das ist schrecklich. Du warst schon dabei, Vegeta. Komm schon, gönn wenigstens. Weiter. Der Dreifache. Komm. C19 macht den Auftakt. Gohan. Sei kein Dead-Multi wieder. Mach nicht so. Wir müssen nicht so tun, als hätte der Multi vorhin das ganze Lack verschwendet. Das will ich heute nicht hören. Nee. Da muss noch mehr kommen. Zamasu?
Oh, nein, 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 mach nicht so. Mach nicht so mit mir. Was soll denn das? Warum machst du denn so mit mir? Das war noch nicht der letzte jetzt, oder? Oh mein Gott! Was soll das? So ein Bullshit. Ah, verdammt. Wir hatten diesen einen sehr, sehr guten Multi. Punkt. Okay, die Sache ist, das ist eigentlich ein Durchlauf, das reicht fürs Video, aber ich will das Ticketing noch machen. Im besten Fall. Also, ein weiterer Multi und ein Ticket-Multi, würde ich sagen. Ja? Sind wir uns alle einig, oder? Im Endeffekt schon. Gut. Puh. Ich weiß, dass ich weit über meinem Limit bin. Aber wir gehen weiter. Ich kann mir auch keine Char-Slots mehr kaufen. Das ist so doof. Wieso kann ich die schon endlich kaufen? Schon wieder nix, was irgendwie was sagen würde in der Kombination. Meine Güte. Instant Saiyan. Release. Go. Wenigstens hier was gut. Oh mein Gott, das ist Super Saiyan 1. Ein Crackscreen? Oh mein Gott. Was ist heute los? Dieser eine Multi hat mein ganzes Anniversary Luck aufgesaugt und er war... Okay. Aber gut, aber... Er hätte besser sein können. Darauf will ich hinaus, er hätte besser sein können, also hat das Spiel kein Recht, mir das ganze Luck deswegen zu entziehen. Oh mein Gott, kann hier was Gutes kommen? Vielleicht fällt euch auf, dass ich sehr, sehr positiv bleiben möchte, einfach weil... Ja, doch, es ist doch alles cool, aber warum macht das Spiel dann das mit mir, wenn ich so positiv bleibe? Oh mein Gott! Huh! Mein Gott, ist das schwer dabei, positiv zu bleiben. Okay. Bevor ich mich nochmal aufrege, wir machen jetzt diesen End-Ticket-Summon. Und danach machen wir erstmal eine Pause. Weil ich bin mir nicht sicher, wie viel mehr ich von diesen Multi-Summons noch aushalte, ohne aggressiv zu werden. Die Ticket-Summons, Leute. Ich habe gehört, die sind's, die Ticket-Summons. Come on. Vegeta fliegt mit. Er könnte uns gönnen. Es ist wieder kein Instant-Saiyan. Was ist hier los? Wieso gönnt dieses Spiel nicht? Immerhin nicht der Einfache nur. Aber der Teil. Meine Güte. Boy. Vor allem, die ganzen Multis, außer der Zamasu, war noch nur ein SSR, kann es sein? Der eine GSSR, der nicht mal... Oh mein Gott! Ich hab hier eine Vorahnung, wie das enden wird. Mal sehen. Ich tippe auf... Moment, ich hab's im Kopf. Einen SSR, der 10. Spot, non-featured, schlechtes Dokkan Awakening, alles kommt zusammen. Ich bin der Messias der Dokkan-Szene, offiziell. Nein, was eine Scheiße. Mein Gott. So, wir holen uns erstmal noch jetzt die schönen roten Medaillchen ab hier. Davon kann ich mir immerhin am Ende den LR Gohan kaufen im Shop. Der sollte doch, oder? Moment, Secret Trap, nee. Was ist das hier eigentlich? Wieso baut ihr das ein, aber macht's noch nicht frei? So, ja, perfekt. Okay, für 500 kann ich mir dann... Oh, schöne Sachen hier drin. Für 500 kann ich mir dann den neuen Gohan demnächst holen. Ich warte natürlich, bis ich mit den Summons komplett durch bin. Weil die minimale Hoffnung besteht, dass ich ihn ziehe. Und dann habe ich immer etwas davon. Es ist aber schon ziemlich frech, oder? Ich meine, bevor wir hier reingegangen sind, aus dem Banner hatte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 Units nicht. Und von 1, 2, 3, 4, 5 Multis habe ich eine neue bekommen. Zweimal, muss man dazu sagen. Aber das ist nicht gerade positiv, finde ich. Oh boy, was soll ich machen? Außer das Ganze nochmal zu versuchen, entweder heute Abend in einem Livestream, wo ich aber noch gucken muss, ob das funktioniert zeittechnisch her, weil ich bin unterwegs. Oder wenn nicht, morgen in einem Livestream bzw. in einem Video. Irgendwie werdet schon mehr von meinen Summons mitbekommen. Das ist natürlich nicht das letzte Mal. Ihr seht ja noch 762 Stones übrig. Wir werden weitermachen. Und nicht aufgeben. Bis dahin aber würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Summon-Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Genauso auch ein Abo, falls ihr neu seid auf diesem Kanal.
beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut doch nochmal gerne auf den Link in der Beschreibung ganz oben. Würde mir sehr viel bedeuten, wäre sehr nett von euch. Ansonsten, schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschau, Nobel und ciao.